Vom 14. bis 16. Februar 2020 hat die 27. IMOD in den Hallen des MOC in München stattgefunden. Und das noch ganz ohne Covid-19. Zwischen den vielen Bikes und Scootern war für uns ATV- und Quad-Piloten freilich vor allem Zubehör und Bekleidung interessant. Wo München ist, kann BMW nicht weit sein. Und so wurde die zweirädrige Freude am Fahren auf der IMOD in aller Pracht und Vielfalt gezeigt. Schön. Und was haben die Hersteller gezeigt, die neben Bikes und Rollern auch ATVs und Quads im Programm haben? Kymco hat auf der IMOD 2020 einen schönen Stand. Nur die neu präsentierte MXU 550 fehlt. Yamaha bekennt sich zum ATV und zum Quad und natürlich auch zu seinem Side-by-Side. Auf dem Can-Am-Stand auf der IMOD 2020 stehen natürlich die Dreiräder im Fokus, weil die doch recht nah bei den Motorradfahrern sind. Aber auch die Outlander-Modelle, die Renegade und natürlich die Mavericks und Trackster werden hier präsentiert. Also Can-Am ist auf der IMOD schön unterwegs. Präsentiert wird Can-Am von Heiß, Quadstadel und Zweirad Voith. Die Räder sind von Michelin, sind halt, kann man kein Plattendix mehr fahren. Der komplette Satz mit Felgen eingearbeitet, sind wir irgendwo bei 2.500 Euro, sind im Moment drüber, dass wir Straßenzulassung noch drauf kriegen, bis 80 km/h wahrscheinlich. Man kann es reparieren lassen, wenn Lamellen oder so kaputt werden, und kann es auch, wenn sie abgefahren sind, auch wieder neu beziehen lassen. Also, wir haben hier die erste AT, die jetzt auf deutschem Boden in Europa ausgestellt wird. Das Fahrzeug wurde extra eingeflogen und wir haben es am Mittwoch bekommen und dann gleich aufgebaut und hier auf der Messe ausgestellt. Beim Dynojet-Importeur Micron Systems fiel uns der Flash-Tuner Dynojet Power Vision ins Auge, mit dem sich die aktuellen Steuergeräte von Can-Am, Honda, Polaris und Yamaha optimieren lassen. So freuen wir uns bereits auf die 28. IMOD, die vom 19. bis 21. Februar 2021 stattfinden wird, wieder in den Hallen des MOC in München-Freimann.